Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Nostale. Heute sehen wir den Dark Castro Raid. Den habe ich noch nicht auf meinem Kanal. Ah, ich habe noch mehr nicht auf meinem Kanal. Es gibt so viele Raids. Es ist halt immer die Frage, wann ist einer offen? Wann wird einer geledigt? Weiter geht's. Super, hätte ich mich auch mit teleportieren lassen können. So, Gegner laufen hier genug rum. Aber alles One-Hits. Naja, fast. Voll Vorführeffekt. Ist schon alles geschlachtet, bevor ich ankomme. So, hier an diesem Punkt sind natürlich auch noch 5 Nachtschatten dann, die getötet werden müssen. Hebel müssen betätigt werden. Es ist eigentlich auch ein einfacher Raid. Ziemlich schnell durch. So, hier versucht einer der Nachtschatten zu entkommen. Ist ihm nichts geworden. Ciao. So. Der ist auch weg. Jetzt sind wir schon bald am Ende. Also bald im Bossraum, meinte ich. Wie gesagt, hier ist der Weg. Es sieht zwar nach vielen Gegnern aus, aber das ist halt alles. Das sind keine Gegner. So, hier sind noch 4 Nachtschatten. Zack. Die nerven ein bisschen. Die Hexen. Und jetzt ist die Tür schon auf. Jetzt geht's schon los. Auf in den Bossraum. Hoffentlich hat keiner meinen Platz geklaut. Nein, noch nicht. Ich weiß nicht warum, seit ich NOS spiele. Hocke ich hier und warte, bis der Boss auftaucht, der Dark Caster. Das habe ich noch immer so gemacht. Das werde ich auch weiterhin so machen. Auch nach 11 Jahren noch. Weil es dauert immer ein bisschen. Ich weiß gar nicht warum, aber der lässt sich immer Zeit. Aber der wird gleich kommen. Komm raus! Komm raus aus deinem Sarg! Ich rufe dich! Hallo! Ich hab dich gerufen! Er will nicht. Da ist er.
Blut. Mach den Blut. Dass hier tatsächlich halt noch wer am Rage stirbt. Aber okay. Alles gut. Ja, das war es auf jeden Fall dann gleich auch schon wieder mit dem Dark Castra Raid. Eine Box kriegen wir natürlich mit unserem Level hier nicht mehr, weil es dann doch ein Low-Level-Raid ist. Ich glaube, bis Level 55 oder so kriegt man hier, glaube ich, eine Box. Ich kann es nicht sagen. Also das ist jetzt geschätzt. Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her. So, 200 Familien-XP, 1500 Ruf gibt es auf jeden Fall. Und ein bisschen Cash. So. Eine Radio-Kunde gibt es keine, weil alle zu hohes Level hatten. Ja, auf jeden Fall, das war Dark Customer Raid. Ist jetzt nichts Schwieriges, aber ich nehme die Raids und so nehme ich ja auf, damit Leute, die das Spiel auch eventuell nicht kennen, mal einen Einblick bekommen, wenn sie nicht wissen, soll ich es anfangen oder nicht. Das ist einer der Raids. Und ja, nicht so schwer. Also wenn, dann beende ich auch die Folge schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Aber falls noch nicht getan, Kommentare sind auch immer wieder gerne gesehen. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass wir uns in der nächsten Folge auch wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao. Aber Moment, warte. Ich gehe nur gerade zurück nach Nosfen. Da müsst ihr mich begleiten. Okay. Ich fahre mit euch mit dem Fahrrad nach Nosfen. Hab wie immer nichts im Inventar. Ammo der Rückkehr habe ich genug. Aber Ammo der Heimkehr ist wieder mal empty. Ja. Muss mal gucken. Ah, ne, der macht noch mehr Dark Castra Raids. Das wäre natürlich Dark Castra, ja. Mir fehlen noch ein paar auf meiner Liste. Eventuell tue ich die dann auch selber mal starten, weil immer auf irgendein Team zu warten, bis mal was auf ist. Ich sag mal, das hier, das hat sich jetzt immer durch Zufall ergeben, dass da Raids auch offen waren, die ich dann mitgemacht habe. Aber ich denke, für die alle mal auf Video zu bekommen, werde ich mir selbst die Raids öffnen müssen. Was jetzt auch kein Problem ist. Alles okay. Ist halt angenehmer irgendwo, wenn gerade ein Team auf ist. Klick, oh ja, cool, mach ich mit. So, nehm ich auf, fertig. Den, 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 den. Dann sind wir gleich da. Ich wollte dann eventuell jetzt auch bald mal ein Video machen, wo ich ein bisschen erklären werde,
was es für Muscheln gibt, was die Muschelwerte bedeuten und so weiter. Ja, da könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da eigentlich Interesse dran hättet. Weil ich persönlich muss halt feststellen, dass es immer noch sehr viele Leute gibt, die Werte von den Muscheln nicht wissen oder nicht wirklich sagen können, ja, das ist jetzt was Gutes oder was Schlechtes, die immer wieder nachfragen. Dafür habe ich gedacht, das wäre vielleicht, wäre das mal, also nicht nur für Nostell-Anfänger, sondern auch für welche, die schon länger dabei sind und halt trotzdem die Werte nicht so verstehen. Könnt mir ja mal schreiben in den Kommentaren, ob das was wäre für euch oder nicht. Weil ich denke mal, das ist dann doch mit ein bisschen mehr Arbeit dann auch verbunden. Weil es ja dann doch einiges gibt. Und ja, würde mich halt mal interessieren. Ansonsten verabschiede ich mich dann jetzt. Wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, Abo, falls du nicht getan, und Kommentare. Kommentare. Ich antworte gerne. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao.